So, meine Damen und Herren, wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Schaufelradbagger von Lego. Wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt den Unterbau bzw. das Drehwerk herstellen können. Und es sind wieder so viele Teile hier am Start, das gibt es gar nicht. Wir versuchen jetzt schon mal einiges hinzukriegen. Ich werde jetzt nicht cutten oder beziehungsweise nicht vorspulen das Ganze. Auch wenn es sehr viel Arbeit macht mit diesem Vorspulen. Trotzdem habe ich gemerkt, es ist einfach nur geil zu reden, weniger zu schneiden. Das meine ich jetzt aber nicht, dass ich jetzt zu wenig Arbeit bekomme, sondern meine ich jetzt eigentlich mehr damit, dass ich mehr Zeit habe dann für andere Sachen. Beziehungsweise die Parts sind länger, beziehungsweise ich schaffe dann mehr und. Also mit dem Vorspulen außerdem, dass es läuft trotzdem weiter mit dem Vorspulen. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt diesen Part mache und deswegen, beziehungsweise dieses Teil versuche herzustellen, deswegen wird hier nichts vorgespult und wir machen hier einfach alles so, wie es sein soll. Machen wir jetzt mal so los. Ja, wer kennt natürlich jetzt noch nicht, was es draus werden soll. Wer jetzt schon erkennen kann, welches Teil es ist, der muss das Teil schon gebaut haben und nicht und schon kennen. Wenn er natürlich das Teil nicht kennt, der kann natürlich nicht wissen, um was es sich handelt. Und ich werde jetzt immer weniger sprechen, was ich eigentlich hier mache, sondern werde einfach von unten was anderes ansprechen, weil das eben viel besser ankommt, beziehungsweise viel, viel besser ist, als wenn ich die ganze Zeit so erzähle, jo, okay, jetzt nehme ich das Teil, jo, dann nehme ich das Teil, ja, dann nehme ich vielleicht das Teil und mache das und das dran. Es ist einfach viel besser dann, das so zu machen, als die ganze Zeit dieses, ja, ich mache jetzt zwei schwarze Dinger dran, ach falsch, und mache das so dran und so, dies und das und jenes. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr mal doch nach oben nachlassen. Das würde mich natürlich interessieren, weil einige werden das bestimmt nicht kapieren, die werden dann sagen, ey Junge, mach doch mal, sag doch mal, was du eigentlich da gerade benutzt, aber das möchte ich eben nicht. Beziehungsweise, das bringt euch nichts. Ich kann zwar erzählen, jo, okay, ich nehme jetzt das und das Teil und das tue ich da und dahin, aber was soll denn das euch bringen? Ihr wisst davon dann überhaupt nichts, welches Teil ich hier benutze. Zwar, man sieht das ja überhaupt nicht. Ich habe zwar schon das Licht an, aber trotzdem erkennt man das ja nicht. Dann werden in den nächsten Parts irgendwann mal die Cam auftauchen. Also die Cam, das Mikrofon. Grund ist einfach nur daran, dass ich so eine bessere Tonqualität hinbekommen kann und euch einen besseren Ton bringen kann. So, ganz simpel gesagt, weil dieses Echo ab und zu hier drin, das geht ja überhaupt nicht. Das kann ja überhaupt nicht für euch vollziehen. Im letzten Part war es ja extrem schlimm mit dem Echo. Das kapiere ich dann überhaupt nicht. Jetzt habe ich jedenfalls noch die Stoppuhr wieder laufen. Sehe es, wenn ich gerade mal 3 Minuten aufnehme. Das geht ja noch gerade so. Jetzt geht schon los, wo ich mich frage, wie ich das hier eigentlich dran mache. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ah, ich habe das ganz falsch aufgebaut, sehe ich gerade. Ich mache das jetzt schon mal dran. Weil dann ist es für mich einfacher nachvollziehbar. Es ist jetzt wirklich nicht gerade einfach, beides gleichzeitig zu machen, muss ich so sagen. Es ist überhaupt nicht simpel aufzunehmen und gleichzeitig zu reden. Für die Leute, die es hinkriegen, Hut ab. Beziehungsweise, nee, nicht aufnehmen, sondern gleichzeitig zu reden. Außerdem habe ich jetzt noch nichts gegessen, außer ein bisschen Süßigkeitenzeug. Und das macht trotzdem ein Übelste fertig. So, jetzt haben wir das hier und das kommt hier hinten dran als letztes. Aber man muss immer noch nachvollziehen, was mache ich denn eigentlich hier und nicht einfach losbauen und denken, jo, okay, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Es ist natürlich dieses Sache, ich habe mir auch nie gedacht, dass es so schwer wird, jetzt noch nebenbei zu reden und ein Thema anzufangen.
Aber es ist doch ziemlich schwer. Das muss man doch schon sehen, dass sowas nicht gerade simpel ist. Ja, ich habe mit Rebite, kann ich auch gleich nochmal sagen, damit ich gleich noch ein Gesprächsthema habe, gerade geredet. Und wir werden jetzt gleich was aufnehmen. Man hat zwar gefragt, können wir was machen? Ich so, jo, okay. Aber ich möchte jetzt noch das machen. Das kann bis halbe bis zwei Stunden dauern. Das kommt nochmal drauf an, wenn ich jetzt gleich renne und alles gleich mit. Dann dauert das natürlich länger und ich kann nicht rennen und gleichzeitig zocken. Das geht bei mir nicht. Das kriege ich einfach nicht hin. Und deswegen habe ich das jetzt geschrieben. Es kam noch keine Antwort zurück. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen gucke ich auch ab und zu mal auf die Uhr. Ich habe hier ein falsches Teil, sehe ich gerade. Aber hier habe ich die richtige genutzt, zum Glück. Aber er schreibt mir nicht. Mir ist es zwar jetzt nicht so schlimm. Ich muss sowieso noch eine Aufnahme für morgen trotzdem machen. Es kommen ja mal zwei Videos. Ihr kennt mich ja jetzt langsam. Beziehungsweise wisst, wie ich das mache. Und ich sehe gerade, dass ich das wieder falsch gemacht habe. Das wird nämlich so rum angesteckt. Glaube ich mal. Muss ich mal gucken. Dieses logische Denken, ich habe euch das in einem Part gesagt, ich kann dieses logische Denken schaffen, blablabla, ist für mich kein Problem. Aber wie gesagt, nebenbei zu reden und logisch denken, das ist eine hohe Kunst der Frauen. Und deswegen können das eigentlich größtenteils die Frauen, würde ich sagen. Oh, hier habe ich einen Teil vergessen. Ich glaube bei den anderen auch. Und ja, da habe ich nämlich Teile vergessen. Hier kommen nämlich noch die Eckigen rein. Die, nicht die Dreieckigen, sondern die Viereckigen, diese Sterndinger. Die können ja bloß hier bei den Blauen sein. Hier haben wir sie. 1, 2 und die 3. Und die werden noch hier durchgesteckt, beziehungsweise eigentlich dran gemacht. Die mache ich jetzt einfach schon hier dran, weil ich so die Höhe ungefähr weiß. Man soll es nicht machen, weil jetzt man sieht den Fehler, was ich gerade gemacht habe. Ich habe es jetzt einfach falsch gemacht, um zu zeigen, jo, so macht man es nicht. Aus einem einfachen Grund, die Sterndinger, die kann man ja dann drehen. Und wenn die auf einer Seite noch rund sind. Und hier werden sie aber gleich fest verankert in einer Position, sodass die in dieses Stern, in dieses Viereck-Dings-Bums-Gedöns reinpassen. So. Achso, beim anderen sind noch Ersatzteile da gewesen. Das wollte ich auch noch ansprechen. Da waren ja noch ein paar Teile letztes Mal übrig. Das habt ihr auch zu Ende des Partys gesehen. Dann muss ich auch sagen, meine Cam war leider voll gewesen. Da habe ich, ich sage jetzt mal, eine halbe Minute zu lang gemacht. Aber das ist schon okay. Wenn ich so gucke, was ich dort alles rausgeschnitten hätte, hätte ich ja schon so weit geschafft hier. Wie gesagt, ohne Reden geht das natürlich viel, viel schneller. Aber man kommt, ich möchte ja jetzt reden und nicht einfach nur irgendein Mist hier machen. Ich möchte euch ja sagen, was ich hier mache. Beziehungsweise ich möchte ja hier Gespräche anfangen. Ja, ich rede sehr viel für die Leute, die es interessiert. Ich sehe gerade, hier habe ich was vergessen. Ja klar, auf der anderen Seite, also hier kommt nämlich das gleiche nochmal hin. Sehe ich gerade eben. Ist auch nicht weiter schlimm, wir sind ja nicht so weit gegangen jetzt. Das können wir ja ohne Probleme jetzt hier einfach nur dran bauen, wenn ich natürlich die Teile alle finde. Ich habe das jetzt mal schnell dran gebaut, alles kein Problem. Und jetzt geht man zur zur Sache 7. 7 sind wir jetzt schon, das ist gewaltig, wir sind bei 10 Minuten, okay. Bei 7 zu sein ist natürlich schon ein bisschen niedrig, aber alles kein Problem. Ich glaube, den Part mache ich heute etwas kürzer aus einem einfachen Grund. Mir ist es im Moment doch ein bisschen viel Arbeit, weil ich noch vorproduzieren muss. Ich habe mich doch ein bisschen überschätzt mit dem Ganzen. Trotzdem Spaß macht es und zeigen möchte ich euch das ja trotzdem weiter. Ist ja alles kein Problem. Jetzt brauche ich sogar mal eine Kleine, jetzt bin ich froh. Ho, 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 ho. Wie ein Känguru. Ich weiß echt nicht, was ich hier teilweise sage. Es ist wirklich, weil ich teilweise auch überhaupt noch nicht gegessen habe, noch kein Mittagessen gemacht habe, beziehungsweise ich mir kein Mittagessen geholt habe. Ich sehe gerade, ich habe die falschen Blauen. Ich brauche einfach was zu essen, dann bin ich einfach wieder ganz in Ordnung. Zum Glück habe ich morgen noch keine Schule. Oder habe ich morgen Schule? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Doch, ich habe morgen wieder Schule, fällt mir gerade so ein. Alter, heute ist ja schon wieder schon Dienstag. Mensch, Meier. Wo die Zeit hin ist. Ich wollte morgen gar nicht zur Schule gehen. Ich habe es gerade ganz verpeilt gehabt. Das gibt's gar nicht.
Aber gut, Leute, so verweilt kann man mal sein. Zum Glück habe ich noch keinen gedacht, dass ich meine Schule habe und die Nacht schlafen muss. Sonst hätte ich vielleicht morgen, weiß ich nie, irgendwann mal wäre ich munter gewesen, hätte gedacht, ach du heilige Scheiße, gleich, ich muss zur Schule gehen. Also es, wie gesagt, ich bin noch in Vorproduktion. Dieser Part ist ja jetzt für Freitag, müsste da sein. Freitag habe ich ja früher Schluss, aber fahre zu meinen Eltern. Ich weiß noch nicht, ob ich direkt Freitag fahre oder nur Samstag und dann wieder zurückfahre. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So, das gleiche müssen wir hier nochmal machen. Das bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das löse mit meinen Eltern. Für die ist es ja egal. Ob ich da bin oder nicht da bin, ist komplett egal. Aber mein Vater sagt dann, ich sollte doch schon über Nacht bleiben. Wenn ich dann eben Freitag, Samstag da bin, ich weiß es nicht. Für mich ist es nicht ganz so angenehm. Doch, also ich bin schon gerne bei meinen Eltern, ja. Aber dieses ganze Hin- und Hergefahren und dann noch über Nacht da bleiben, das ist nicht so das, was ich unbedingt mag. Ach, sondern ich würde gerne dann in meiner eigenen Wohnung bleiben und sein. Das finde ich schon nicht schlecht. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir hier sind. Hier werden schon Achtungszeichen gegeben, dass wir ja aufpassen müssen. Bloß ich sehe keinen Unterschied zwischen den Teilen, aber wir machen jetzt erstmal hier los. Hier kommen Teile zusammen, die habe ich noch niemals beim Lego gesehen, aber gut, dann bauen wir sie zum ersten Mal rein. Und die müssen eigentlich hier sein, weil hier sind die ganzen länglichen Teile, sehe ich. Ach hier, das hier brauchen wir. So, ich habe jetzt mal schnell alle Teile noch zusammengesucht, die ich jetzt brauche. Denn das ist doch jetzt ein bisschen mehr, was ich jetzt im Moment benötige. Und jetzt kommt das mit den Zahnrädern. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt hinbekomme. Welches hier wohin muss. Ach, das Leine kommt hier hin, okay. Das ist eben, ja, ob ich das jetzt hinbekomme, ist so ein bisschen fragwürdig. Ach, das muss hier noch hier durch, okay. Hier kommt das noch durch. Das ist dann fürs Drehen dann bestimmt, dass der Bagger sich dann dreht, beziehungsweise ja, hin und her dreht, so, hin und her springen kann. So, vier müssen auf jeden Fall sein, auf frei sein, sind sie, geil, ich hab's hingekriegt. Jetzt kommt der rote Überstüber. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt außerdem, das fällt mir gerade noch ein, den Bagger mal nachgeguckt, ob es den echten Leben gibt. Nein, gibt es natürlich nicht, das war mir irgendwie schon sowas von klar, dass er nicht den echten Leben gibt, aber ach, hier gibt es zwei verschiedene Zahnräder, fällt mir gerade auf, den brauche ich auch nicht, glaube ich. Ja, genau, den brauche ich hier noch. Dann muss nämlich hier hinten drauf. Also den gibt es nicht in echt. Ja, wenn das bei Google eingibt, dann kommt man nur auf die Bagger im Garzweiler. Also Garzweiler ist ein Tagebau im westlichen Gebiet. Sagen wir es mal so, in den Altbundesländern. Mein Vater gerne sagt, hat mir gesagt, man sagt nicht, das ist am besten, weil es hört sich immer noch so an, als ob Deutschland getrennt ist. So finde ich das auch. Wenn ich sage, jo, okay, im Westen, da ist das und das und das, das hört sich an, als ob ich hier... Ha, hört das? Ha, ist das nicht geil? Also es hört sich ruhig bei mir an, das ist gut. So, Achso, hier kommen noch die roten Überstüpper drauf. So, und auf die andere Seite, so. Und auf eine Seite, jetzt muss ich mal gucken, auf welche, auf die, kommt noch der hier rein und fertig, Hamas. Den Teil. Geil, oder? Das wird jetzt hier reingebaut. Wie ist mir irgendwie fragwürdig. Muss ich natürlich mal wieder gucken, wie es aufgebaut ist. So, ich bild meine, es wird einfach nur reingelegt, so wie es hier aussieht, dass irgendwie keine Befestigungen oben drauf sind. Aber hier kommt noch eine längliche Stange drauf. Und zwar, welche, weiß ich nicht. Ach so, ist das gemeint. Ach so. Sagt es mir noch gleich, wie das gemeint ist eigentlich. Und zwar kommt diese Stange hier, das kommt gar nicht hier rein, wie ich mir jetzt gedacht habe. Sondern es wird hier oben festgemacht. Und zwar hier so rum. So. Und noch reindrücken. So, jetzt ist das nämlich fest. Und kann sich erstmal so hin und her bewegen, das aber falsch ist. Das wird, glaube ich, noch langsam kommen.
Jetzt sind wir schon bei 9. Bei der 9 haben wir nur noch so ein einzelnes Teilmoment zu gebrauchen. Ja, wie gesagt, Garzweiler, da kommt nur noch der 288er Bagger hin. Ich kenne mich in Garzweiler, kenne ich mich nicht aus, deswegen kann ich euch nicht sagen, was das für ein Bagger eigentlich ist. Ich höre bloß, dass hier irgendjemand Nase schnaubt. So, jetzt sieht man, es ist schon fester. Das wackelt nicht mal hin und her. Und man kann das jetzt hier drehen. Das wird dann eben, wie gesagt, das Gestell hier sein, dass man es dann drinnen hin und her drehen kann. Aber dann machen wir erstmal einen ganz ruhigen. Wir haben dann jetzt noch ein bisschen Zeit. So, wieder mal schnell die Teile rausgesucht, die ich jetzt gebrauchen kann. Das ist immer so eine kleine Sucherei. Wenn noch so viele Teile da sind, dann sucht man das schon manchmal eine Weile nach den Teilen, weil es sind ja manchmal gar nicht mal so wenig Teile, die man noch hier hat. Insgesamt sind das ja 3600 oder 3500 Teile. Also ist schon sehr gewaltig, was hier an Teilen zusammenkommt. Verschwung, das wird so reingesteckt. Einfach nur, damit es fest ist anscheinend. Und hier kommt dann noch eben das andere Zahnrad dran. Ich bin mal gespannt, wo das eigentlich hingeht jetzt, wofür man das gebrauchen kann. So, festdrücken und das Weiße hier drauf. Der weiße Überstüber, einfach nur als Verbindungsstück, damit das nächste Teil dran kann. Und das kommt jetzt hier auf die Seite ran. So, und wenn ich jetzt hier drehe, dreht sich das Weiße mit. Ist schon ziemlich geil, der Mechanismus, was dahinter steckt in Arbeit, ist natürlich schon geil, was sie sich eigentlich einfallen lassen. Ich brauche jetzt 4 Stück und zwar auf dieser Seite. Ich finde es echt schade, dass es diesen Bagger nicht in echt gibt, aber ich finde, dass ein Modell zu bauen haben, okay, ich kann es auch gleich erklären, warum bestimmt nicht in echt, so ein Modell haben, was wie ein Bagger aussieht, beziehungsweise eigentlich ein Bagger darstellt, ist gewaltig. So, ich habe hier gerade noch mein Dings angeguckt und ich sehe gerade, dass irgendwas hier falsch gemacht worden ist bei mir. Nur was ist gerade hier die Frage bei mir? Und zwar habe ich jetzt das Teil auf die falsche Seite drauf gebaut. Nur wo das dann hinkommt, das ist für mich jetzt ein bisschen fragwürdig. Der gelbe Überstüpper war dazu. Das ist jetzt alles so ein bisschen Scheinkleister. Ich habe hier gerade nicht aufgepasst. Der gelbe Überstüpper war ja hier drauf. Ist hier drauf. Und nämlich, das steht nämlich jetzt so rum hier da. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und das ist eigentlich dann hier so drauf. Aber das kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier gerade falsch gemacht habe oder die Zeichnung nicht kapiere. Aber ich gucke erstmal kurz, was hier jetzt falsch liegt. So, ich habe den Fehler gefunden, und zwar habe ich einfach nur die Seite mit der Seite verwechselt. Das habe ich jetzt schnell gelöst, indem ich jetzt das T-Stück jetzt auf die andere Seite gebaut habe. Und jetzt geht das natürlich auch wieder so wunderbar. So, und einen Teil habe ich auch noch hier dazwischen vergessen, aber das seht ihr eh nicht. Deswegen ist es egal. So, jetzt können wir mal weitermachen. Jetzt haben wir hier den nächsten Antrieb, glaube ich. Ja, der nächste Antrieb hier. Ey, wir kommen gut voran, muss ich wirklich sagen. Wir sind eigentlich recht gut am Start. Trotzdem ist es nicht gerade so das Beste, was wir gerade hinliefern. Aber ich glaube schon, dass wir das recht gut hinbekommen. Dass wir diesen Part, schaffen wir nicht mal viel, also ich werde den Part auch gleich beenden. Allein aus dem Grund, dass ich jetzt schon wieder einen Teil nicht finde. Euch, da habe ich das schon. Also man muss sich nur mal einmal beschweren, immer wieder. Dann hat man schon das Teil gefunden. Jetzt haben wir noch wenige Teile. Also ich sage jetzt mal, bis zur nächsten Seite hier 18 bis 19 machen wir so noch. 19 und 20 ist eine schöne Zahl, wo wir nächstes Mal anfangen können. Ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt den nächsten Part. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich noch sagen soll. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Muss ich wirklich sagen, dass es nicht viel zu sagen gibt, weil. Was soll ich denn jetzt groß noch sagen, wenn der Part eh gleich zu Ende ist? Außerdem habe ich keine großen Gesprächsthemen. Doch, eins kann ich sagen. Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich jetzt doch niemanden mehr dazu geholt habe, wie Surreal Byte oder Björn, also Raccoon's Deadlay
Oder, weil es ist doch schon Konzentration, die ich hier nebenbei mit brauche. Also es ist wirklich sehr, für mich ist es jetzt doch etwas schwierig. Das habe ich ja schon vor kurzem gesagt. Für mich ist es gar nicht mal so einfach, alles beides gleichzeitig zu machen. Suchen plus reden und. Also suchen, reden, bauen, das ist doch schon eine hohe Kunst der Frauen. Das muss man so sehen. Frauen können das, glaube ich, besser als die Männer. Also da haben wir doch was gefunden, was die Frauen da draußen doch besser können, beziehungsweise eben mit dem Tasking-Zeug sie vorwärts bringt. Also das soll jetzt natürlich keine Beleidigung oder kein Rassismus sein. Das ist mir natürlich ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, sagt man es überhaupt so? Keine Ahnung. Aber ich glaube eher nicht. Aber trotzdem, für mich ist es jetzt kein Rassismus gewesen oder Rassismus gemeint. Es ist einfach nur, jo, okay, die Frauen können doch was besser als die Männer. Und das ist sogar Multitasking. Und das sollten wir Männer mal uns überlegen, wie wir das am besten machen können, dass wir mehr Multitasking können. Weil man ist Multitasking nicht gerade einfach. Das sieht man gerade am Beispiel von mir. Vielleicht bin ich auch so schlecht für Multitasking. Aber, keine Ahnung. So, zum Glück kann man das Ding drehen, weil sonst hätte ich wieder einen Fehler gemacht. Aber alles kein Problem. Jetzt brauche ich so eine gelbe Stange wieder. Nee, das ist eine graue Stange. Das könnte die ja sein. Ja, ist auch. Die wird hier noch durchgesteckt. Und dann noch das Zahnrad dran. Und dann haben wir schon alle Zahnräder, die in der 6 drin waren, verbraucht. Das heißt, ab sofort gibt es jetzt keine Drehbewegung mehr, die weiter laufen sollen. Ob das jetzt so fest genug ist, weiß ich gar nicht. Wow, bleib ja oben, Junge. So, das noch drauf. Passt die Uhr? Ach, das reicht vollkommen zu. So, ich würde mal sagen, es passt so. Und das nur noch anbauen. Jetzt sehe ich gerade den nächsten Fehler. Und zwar, die müssen lockerer sein, die blauen. Beziehungsweise weiter draußen. So, ich drehe so mal ein bisschen raus, damit ich hier noch reinkomme. Die sollen schon drinnen sein, aber noch nicht festgedrückt. Und dann wird das hier so rein gestülpt. Das wird hier gedreht. Hier rein und fertig. Jetzt dreht sich alles durch. Man hört ein kleines bisschen knacken, aber es passt schon. So, jetzt haben wir schon mal ein Unterteil gebaut. Ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal. Das reicht vollkommen zu im Moment. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Ich werde es trotzdem weitermachen, deswegen ist es eh egal. Ich bitte euch, ein Abo da zu lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Bewertung bewertet fair. Über mir kommt der zum Abonnieren. Links ist etwas, rechts ist etwas und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.